Und hallo zurück zu einer neuen Folge. Far Cry Primal, was hoffentlich nicht so langweilig ist, wie unser Tiger es hier gerade findet. So, wir wollten uns das Bollwerk ansehen. Und hoffe, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn wir jetzt hier hochklettern. Ja, aber ich habe jedes Mal auch ein komisches Gefühl, wenn er da hochklettert, ne? So. 46 Meter. Heißt, wir müssen hier hoch und wir schicken mal Shu nach vorne. Großes Dava-Bollwerk entdeckt. Shu! Shu muss aber andersrum, wieso? Okay, ich sehe schon wieder da so Hörner. Das wird, glaube ich, eskalieren, ne? Vermutlich. Sehr groß. Es sollte aber nicht eskalieren, glaube ich. Oh nein, es sollte... Oh, es sollte nicht eskalieren. Können ja noch nicht alle gewesen sein, ne? Oh! Okay, Shu hat sich gerade den Kopf gestoßen. Ich gehe mal hier hoch, ne? Oh! Bleib so lange hier, okay? Schön, wie er weiß wird hier im Schnee. Hallo. Oh, nachts wäre jetzt halt besser, ne? Ich habe leider keine Uhr. Die Hörner sind halt wichtig. Da sehe ich eins. Ich hoffe, ich treffe das. Na. Ein Horn ist weniger. Und hier war, glaube ich, auch noch eins. Wie komme ich denn da dran? Er schlägt die Trommel hier. Und wahrscheinlich haben wir auch noch ein Horn übersehen, beziehungsweise Shu. Ich schick die nochmal. Moment, ich verstecke mich hier hinter dem Dings und hoffe, dass mich keiner sieht. Ja, Shu, Kopf wieder in Ordnung. Also markiert er fröhlich weiter. So, da ist noch ein Horn. Okay, Ninja hier auch. Oh, oh, oh. Oh, ich wusste, es waren nicht alle. Oh. Okay. Puh, das wird, glaube ich, eskalieren. Wir tun unser Bestes, um das Sneaky über die Bühne zu bringen, aber ich sehe das schwarz. Also zwei Hörner haben wir hier auf jeden Fall noch. Und ich weiß nicht, ob ich noch eins übersehen habe. Können wir ihn eigentlich aus dem Weg räumen? Fällt das auf? Na komm, egal. So. Also er starrt halt genau dahin, ne? Jetzt geht er weg. Der ist hinter dem Zelt, ne? Das Trommeln hat schon mal ein Ende. Der wird ihn wahrscheinlich jetzt sehen und es wird hier furchtbar schief gehen.
Können wir eigentlich schon... Dickere Gegner können wir schon, ne? Schwerer Takedown. Der kostet 3 Punkte. Damit kriegen wir aber auch die Dicken, ne? Ja, komm. So wie ihn zum Beispiel. Wenn er sich jetzt umdreht, dann ist das blöde. Dreh dich nicht um, dreh dich nicht um, dreh dich nicht um, sei nicht dumm. So. Da ist noch ein Horn. Na, lass mich hier durch. So. Und wo war das dritte Horn? Auf der anderen Seite wahrscheinlich, ne? Oh, oh. Kommt er hier irgendwie hoch? Wow, das ist aber eine richtige Versammlung. Nehmen wir es mal auf die andere Seite. Auf die andere Seite. Also wisst ihr schon, ne? Sprache nicht meins. Ich bin Ninja und sieht jemand... Habe ich nicht gerade hier ein Horn-Symbol gesehen? Wo war das? Oh oh. Den kriegen wir, glaube ich, auch nicht von hinten, ne? Die haben die Leiche gefunden. Und dann geht immer alle da lang, ich gehe hier lang. Ich glaube, mein Tiger wurde entdeckt. Komm schnell hier hin. Oh, shit. Es wäre jetzt unklug, da reinzurennen. Wir müssen mal kurz warten. Hallo Bärchen. Wir haben uns noch nicht gesehen. Okay. Jetzt reicht's. Oh nein, die haben Verstärkung gerufen. Oh, den müssen wir kriegen, okay. Den da? Das ist nicht gut hier, ne? Wieso? So. Unsere Bestien haben aber hier auch nicht wirklich Chancen, ne? Mist. Oh.
Moment, ich bin gerade still. Nein! Oh, jetzt habe ich den gehäutet. Oh, ich bin so blöde. Ich wollte den doch nur zurückholen. Hallo. Oh, das ist nicht gut, ne? Oh, what? Lauf. Okay, wir müssen mal irgendwie wieder unbemerkt sein. Tiger, wir holen dich sofort zurück. Das war nicht gut. Bin ich hier? Ich bin nicht hier. Nein, ich bin nicht hier. So, wir brauchen den mit dem Kringel da auf jeden Fall. Jetzt sind die alle hier. Können die mich denn hier nicht sehen? Ich glaube auch nicht, dass ich den mit einem Pfeil bekomme. Oh doch. War ich nicht. Mist. Hallo? Hier rein. Hey, cool. Ich hab Fälle gefunden. Mist. Ha, du gehst mir halt tierisch auf den Nerv. Aua. Oh. Der geht mir halt tierisch auf den Nerven, ne? Oh. Oh nein. Okay. Okay. Das war jetzt ja nicht so erfolgreich. Wo sind wir denn jetzt hier? Müssen wir jetzt alles neu? Oh, alles neu? Wir gucken erstmal, hier sind beide tot. Ich hole erstmal unseren Teddybären. Na, Teddy? Alles gut? Hallo, Teddy? Alles gut? So, und dann hole ich unseren Tigerli. Ich sagte, dann hole ich unseren Tigerli. Oh nein, wir brauchen Rotblatt. Scheiße, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Und hier ist natürlich auch nichts, ne? Ah, es ist so ärgerlich. Das läuft jetzt gerade nicht so optimal für uns. Denn wir haben kein Rotblatt. Das heißt, wir schicken den Bären erstmal wieder weg, damit er nicht auffällt. Das ist natürlich jetzt echt blöde. Und wir schicken nochmal Schuh. Wir müssen es leider nochmal machen.
ist denn der ganze Knüppel da gewesen? Hier sind welche. So, da ist da. Da. Ich hoffe, wir haben jetzt alle. Anscheinend nicht. Jetzt war wieder jemand markiert. Und die Hörner habe ich jetzt auch noch nicht alle gefunden. Und ich wünschte, es wäre Abend. Die Hörner sind halt doof, ne? Und hier im Schnee sieht man natürlich das Symbol auch super schlecht. Okay. Die Frage ist, können wir auch auf der anderen Seite reingehen? Vergib uns dann gleich mal unsere Fähigkeiten. Damit wir die Dicken kriegen. Wir kommen natürlich nirgendwo hoch. Nein! Da war doch noch ein anderer Eingang, oder? Habe ich das falsch gesehen? Können wir nur an der einen Stelle da rein? Aber da war doch auch so ein Tor. Hier wäre halt super auch, ne? Oh, hier kommen wir hoch. Moment, da vergebe ich uns mal eben unsere Fähigkeitspunkte. Die hat er übernommen. Okay, die hat er übernommen. Nacht wäre halt super, ne? Okay. Hier oben los. Hier runter, hier runter, runter. Oh, what? Hier sehen die uns nie. Oh, die haben da so einen Jaguar drin. Ja, ja, das ist mir schon klar. Ist aber vielleicht jetzt nicht gerade der richtige Zeitpunkt dafür. Merkt er das, wenn neben dem Horn explodiert? Ist er jetzt gerade alleine? Schlafe, mein Bruder. Schlafe nur ein. Oh. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die uns hier nicht sehen sollen. So, das Horn haben wir auch. Er steht da jetzt halt großartig, ne? Oh. Und der sieht uns auch sofort, ne? Wenn wir so rübergehen.
Das dritte Horn und eventuelle vierte Horn sehe ich jetzt gerade nicht. Aber ihn kriegen wir halt jetzt auch nicht von hinten. Oh. Jetzt würden wir den kriegen, aber jetzt steht der da. Den mit dem Schild kriegen wir bestimmt nicht von hinten, ne? Der ist, glaube ich, ein bisschen zu dick. Bist du ein mächtiger Gegner? Na, dich hatten wir ja schon mal, ne? So, jetzt schnell weg hier. Ein trommelnder Mann nehmen wir auch noch mit. Oh! Mist. Das war ja jetzt wieder Kacke. Da war ja wieder ein Stein im Weg, den ich nicht gesehen habe. Haben die mich schon gesehen? Noch nicht. Cool bleiben, ganz cool bleiben. Da kommt einer an. Ha! So. Keine Verstärkung. Ich bin gar nicht hier. Ich bin überhaupt nicht da. Geh woanders hin. Geht woanders hin. Bim, bim. Einer von beiden muss gehen. Sonst klappt das hier nicht. Ich habe nämlich keinen Bock, dass sie Verstärkung rufen und ich weiß nicht, wo das Horn ist. Wenn ich jetzt... Hat niemand gehört, ne? Interessiert die gar nicht. Steinchen werfen, gut und schön. Ne, oh. Geh weg. Geh doch weg. Ich kann jetzt auch hier nicht wirklich weg. Nein, ich drehe ja durch. Hallo. Mist. Ja.
da noch ein bisschen viel vorgenommen? Hallo? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnte schief gehen. Hallo? So, die Nacht kommt. Schön. Hier ist das Horn. Na. Na, hallo, 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 meine kleinen Udam-Freunde. Oh, hallo, hallo. Boah, wie viele das sind. Kommt doch mal wieder runter, Leute. Viele Hörner hier sind. Gerade sehen die mich nicht. Doch, jetzt sehen die mich wieder. An den dran mit dem Gift. Halt die Schnauze. Verdammt nochmal. Du dummes Stück. So. Au, wir haben kein Zeug mehr. Das heißt, wir müssen mal hier irgendwie Fleisch nehmen. Nimm Fleisch, nimm Fleisch, nimm Fleisch. Nein, nimm das Fleisch. Oh. Ist auch gerade nicht so einfach, hier Fleisch zu nehmen. Nein, es hat sich noch angezündet. Hallo. Hallo. Ich nehme auch mal meinen Speer. Lieber Scholli. Alter. So. Wir opfern mal unseren Bären. Er wird sterben. Aber das müssen wir jetzt in Kauf nehmen. Den haben wir schon mal. Oh, boah. Wenn du mich jetzt platt machst, mein Freund, nee, dann gibt's aber Ärger. Das will ich dir aber mal sagen. Teddy, ich kann dir gerade nicht helfen. Oh.
So, mein Freund. Hohoho. Sam Heimers. Urasrei. Das war aber ganz schön krass. So, da ist er nun, unser kleines Haustier. Unser da. Immerhin hat das warm, er scheint einen schlimmen Husten zu haben. Die Udam sind ja anscheinend sehr krank. Gut, und wir begeben uns jetzt mal in unsere Hütte. Wir haben wieder einen Fähigkeitspunkt bekommen. Was ist der hier überhaupt? Wir müssen dann auf jeden Fall die Belohnungstasche plündern. Mein lieber Scholli. Hier erstmal mal mitnehmen. So. Winja. Nee, nix Winja. Ich gehe jetzt hier in meine Höhle. Jetzt reicht's aber. Oh, wir haben wir zwei... Ach, ein Dachsfell haben wir gefunden. Stimmt. Zwei Dachse noch, dann können wir uns das Häuschen aufhübschen. Dann schnappe ich mir mal kurz die Sachen aus dem Belohnungslager. Boah, das war aber jetzt ganz schön... Uns fehlt gar nicht viel, außer wahrscheinlich Fleisch. Und ja, auf jeden Fall Rotblatt, damit wir unsere Tierchen wiederholen können. Und auf jeden Fall ganz viel Grünblatt. So. Puh. Ich hocke mich jetzt hier hin und sage... Ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug ins Udamland gefallen und ich hoffe, wir sehen uns ganz frisch und gestärkt in einer neuen Folge wieder, wenn es wieder heißt Far Cry Primal. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und gehabt euch wohl.